starke Saison jetzt voll gehabt. Und ja, er wollte hier zu schnell, zu viel. Und diese eine kleine überhastete Aktion, wo er hier gleich im 4-0 Rückstand geraten ist, war gleich kam entscheidend, dabei gebrochen. Und ich sehe Ball für eine Wahnsinnsleistung. Und ich denke, ich träume ja schon weiter. Wie gesagt, hier hätte ich beiden Athleten den Sieg gegönnt. In wenigen Monaten wird dieses Duell aber im entscheidenden Olympia-Quali-Modus kommen. Die beiden kämpfen ums Olympia-Ticket. Und da hoffe ich, dass ich diese Leistung wiederholen kann. Ja, es steht jetzt 12-7 für Burghausen. Es gibt noch eine Konstellation, wie Klein-Ostheim auf 15 Punkte kommen könnte, wenn nämlich beide Sportler eine 4 holen. Ja, das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man schon sagen. Also, dass Arthur Tatarino 4-4-0 gegen Michael Wittmeier gewinnt, also das ist wirklich bei eine Riesensensation. Immer möglich, dass im Ringen besteht die Chance. Aber dass das jetzt ja gleich zweimal passiert, nacheinander bei offenen Kämpfen, ist zu 99,9% ausgeschlossen. Der Kampf wird auf jeden Fall präsentiert von Hellparts und wir gehen rein in Blau Michael Wittmeier und in Gelb-Rot Arthur Tatarino. Ja. Michael Wittmeier vor zwei Wochen noch schwer am Knie verletzt, war erste Diagnose Innenbandriss, wo es aber die letzte Woche zum Glück nicht bestätigt worden ist und somit ist er hier wieder voll im Saft und voll da und man sieht ja aus, es ist ein Fighter, ein Bolzer und er möchte hier auch seiner Mannschaft noch einen Sieg bringen. Wenn du jetzt von den Klein-Ostheimern mal ausgehst, die sind ja jetzt am Zug. Also Arthur Tatarinov bräuchte eigentlich hier einen Schultersieg, weil aus dem Kampf heraus 4 Punkte wären unwahrscheinlich. Was kannst du als Trainer deinem Sportler mitgeben? Was für Würfe, was für Griffe kann man versuchen, die zu so einem Schultersieg führen könnten? Also du musst Risikobereitschaft erstmal zeigen. Da sind dann natürlich die Schwunggriffe angesagt. Egal was du kannst, ob du dann in den Zwiegriff gehst und Überwürfe machst, Kopfwischung, Schulterschwung, ist egal. Wenn man es aber anlegt, dann würde ich das sofort in der ersten Kampfminute machen, weil da ist der Gegner noch meistens besser zu greifen. Er ist noch nicht so brutal nass geschwitzt. Wenn man nass ist, dann ist man rutschiger. Also wenn es jetzt in der 5., 6. Minute da wird, sieht man ganz, ganz selten Schwunggriffe. Deswegen, wenn was kommen soll, dann ist gleich zu Beginn, aber hier ist auch schon wieder die ersten 1,5 Minuten der Promo ohne ein Ansatz. Eventuell im Boden die Kopfklammer, der verkehrte Ausheber, lauter Aktionen, die in die gefährliche Lage führen können zum Schultersieg. Und da bin ich mal gespannt, ob man hier, aber das Schlimme ist, man muss diese Möglichkeiten halt auch im technischen Repertoire haben. Und ich weiß genau, wie es läuft. Man hatte es hier auch nicht unbedingt drin und da heißt es mit der Ecke, ja, macht es doch mal, wir brauchen das jetzt. Und da ist natürlich aus Sicht des Athleten das ganz, ganz schwer umzusetzen. Und natürlich kommt es auch darauf an, wer der Gegner ist. Und er ist mit Michael Wittmeier natürlich auf gar keinen Fall ein Schlechter. Das ist auch ein ganz starker Sportler, deutscher Meister 2023 geworden. Will ja, wie du es schon gesagt hast, für Olympia nochmal auf 67 runter. Den überhaupt zu knacken, ist schon schwer. Genau. Michi ist hier auch der Favorit für mich. Für zwei Mannschaftspunkte, also da muss schon ein... Geht jetzt auch mit 1-0 in Führung. Ja, und die Burghausener, die profitieren am Ende von ihrer starken Deutschachse, die auch alle nur einen Punkt kosten in dem Punktesystem. Das kommt ja auch dazu, weil sie schon länger im Verein sind. Kamen ja auch mit Assis hier und Thiele beispielsweise, die dann noch höher bepunktet waren. Früher sind mittlerweile alle runtergegangen und das ermöglicht auch so viele klasse Leute auf einmal aufzustellen. Und das macht auch die absolute Stärke von Burghausen aus. Sie haben die besten Deutschen mit im Kader und die alle schon so lange, dass sie nur mit einem Punkt gelistet werden. Deswegen können sie wirklich die ausländischen Vollraketen diese Lücken voll stopfen und sind so unausrechenbar. Und zum Beispiel Christopher Grämer als deutsche Nummer 1 momentan, Olympia Hoffnung, der ringt nicht mal, der ist verletzt und sie können das einfach extrem kompensieren, indem man Vitali Lasowski 5 Kilo Gewicht macht und trotzdem 4 Mannschaftspunkte holt. Und das ist natürlich ein extrem starker Kader und dadurch kommt die ganze Erfahrung auch von der Trainerecke von Jepono Maciuk und Matthias Marsch, wo so viel Wissen über Jahrzehnte mit reinbringt, auch weit über den Mannschaftsabend hinaus. Und ja, das macht sie einfach nicht umsonst. Werden sie zu großer Wahrscheinlichkeit heute den 5. Stern mit nach Hause nehmen. Und ja, die haben ja beide noch auch gerungen und sind ja, wenn ich mich nicht irre, auch beide noch Meister geworden mit Burghausen, bevor sie sozusagen als Trainer übergegangen sind. Das war ja natürlich auch damals Burghausen Zweitligameister geworden. Im letzten Kampf in Burghausen, die Meisterschaft, habe ich gegen Matthias Marsch gekämpft, konnte noch die hauchdünn gewinnen, aber mit diesem knappen Ergebnis hat er die Meisterschaft dann gebracht und konnte sogar der Meisterschaft den Sack dann final zu machen. Ja.
So, auf der Matte steht es 1:0 für Michael Wittmeier, weil er eben der aktivere Sportler war in der ersten Hälfte, aber wir haben noch keine technischen Punkte in diesem Duell bisher gesehen. Ja, das sind meistens nicht die technischsten Kämpfe, aber die Kämpfe mit extremer Härte, Gefühl der Disziplin und über die konditionelle Kraftausdauerschiene macht der Michael Wittmeier hier meistens die Kämpfe. Er zermürbt seine Gegner so regelrecht, dass sie hinten raus müde werden. Dieser Kampf über die Innenbahn, über das Aufziehverhalten macht er extrem stark. Und Katarina fällt hier auch extrem dagegen und bekommt jetzt auch seine berechtigte Chance und geht hier in Führung mit 1:1, der letzte Punkt. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob im Boden, wie gesagt, der muss eigentlich auf die 4 gehen, ob er hier was riskiert über die Kopfklammer. Könntest du dich als Sportler jetzt eigentlich mit einem normalen Punktsieg zufrieden geben in so einer Situation? Es ist ganz schwierig, weil du stehst jetzt allein auf der Matte dort und du leidest auch alleine und du willst in dem Fall auch den Sieg für dich alleine. Und meistens nimmst du dann erst im Nachhinein das Ganze mit für die Mannschaft, das Gefühl, dass es für die Mannschaft nicht gereicht hat. Aber es ist auch ganz schwer jetzt drin zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, auch zu viel verlieren, Risiko zu gehen, nur für den Mannschaftssieg. Aber es wäre der richtige Weg in diesen Situationen. Aber ich kann es auch verstehen, dass sowas nicht geht. Also wenn man, ich sage es mal sicher, jetzt alleine, jetzt hier Tatarinov, er führt jetzt 1:1 und kann hier im Finale gewinnen, was vielleicht auch für ihn einer der größten Kämpfe in seiner Karriere ist. Anstatt schnell was riskieren, was nicht klappt, und dann verliert er. Ist eine schwierige Situation, aber trotzdem auch. Also bisher hat Michael Wittmeier noch keine Anzeichen gezeigt, dass er hier auf die Schultern gehen könnte. Das wäre schon sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn das noch passiert in den letzten 2 Minuten. Im Gegensatz, er überrennt ihn. Wollte sie nieder, jetzt werfen eine Challenge, weil er mit Beinarbeit so verhakt war. Und ja, die Wertung wird nochmal angezweifelt. Finde ich auch, also aus dem, was du mich gerade gefragt hast, gar nicht schlecht, dieser Rückstand für Tatarinov jetzt, weil jetzt kann muss er mehr riskieren. Jetzt muss er sogar riskieren. Jetzt kann er in den Mann reingehen, in die Innenbahn, er muss versuchen, Griffe zu ziehen und irgendwie die Sensation zu schaffen. Und dann wird man ja noch zu schultern. Aber wenn du führst und so wie sie gewinnt, dann machst du sowas noch dann verwaltest viel, du eher mal, das genau, stimmt. Genau, viel geringer. Und jetzt schauen wir erstmal, ob das Beinarbeit war oder was da ich denke nicht, dann Punkt geben war. Sie den Punkt, dann steht es 4:1 und dann sehen wir hoffentlich noch einen offenen Schlagabtausch. Ein Tick später war es, glaube ich. Ah nein, er fällt. Kann keine Beinarbeit erkennen. Er ist auch irgendwie so ähnlich wie Gutte, so ausgerutscht, weggerutscht. Ja. Er ist einfach nur eingeknickt. Ja. Da hat der Körper nicht mehr das gemacht, was der Kopf wollte. Er hat das Bein nachgegeben. Und somit ist er überrannt worden. Man muss auch sehen, Wittmeier macht hier extremen Druck. Also da wirken natürlich auch hohe Kräfte. Extremen Krumm und sieht, wie Vollsprint im Mantel drehen und dann, ja, er berührt nicht. Keine Beinarbeit, es steht 4:1. Was traust du denn dem Michael Wittmeier zu in 67 Kilo bei dem Olympia-Projekt? Der muss ja auch erstmal an Lasowski vorbei. Ja, er wird vom. Ja, also es wird bestätigt. Wertung wird bestätigt. Es steht 4:1. Ja. Und ja, Michael Wittmeier hat natürlich extrem schwer, weil er lebt von seiner Physis. Ja, er ist ein, man sieht es ja jetzt wieder, doch die Innenbahn, er bolzt die Gegner regelrecht nieder, bis sie brechen und dann vor ihm ja so auf die Knie fallen. Diese Stärke wird ihm ja eventuell ein bisschen entzogen, wenn er so viel, wenn er 8 Kilo Gewicht macht. Aber er hat einen unbändigen Willen und Kämpferherz, das sich heute Abend ja auch widerspiegelt. Und er ist bereit, alles für diesen Traum zu opfern. Und ich sage immer, wer bereit ist, alles zu opfern, bekommt vielleicht auch vom Schicksal diese Konstellation, den Traum zu leben. Und ja, wäre für ihn allein die Teilnahme bei Olympia schon ein Erfolg? Ja, natürlich, ein unfassbarer Erfolg. Ein Wunder kann man fast sprechen, wenn er das wirklich schafft, das Gewicht zu bringen, dann noch leistungsfähig sein und dann die Quali zu holen. Das wäre ein absolutes Wunder und das Höchste, was er jemals erreicht hat und erreichen wird in seinem Leben. Und das ist auch sein Traum. Und dafür ist er bereit, sein Leben komplett danach auszurichten. Und wie schätzt du ihn ein gegen Lasowski so im 1:1? Ganz schwer zu sagen, weil ich kenne ihn nicht, wenn er das Gewicht gebracht hat. Aber ich weiß,
dass beide wahrscheinlich ihre Chance bekommen werden. Der Bundestrainer schon sich in die Richtung nicht geäußert hat, dass wer so viel Einsatz zeigt, Herzblut und Michi als deutscher Meister im 77 Kilo, im 72 Kilo, dann die Bereitschaft zeigt und damit auch dann belohnt wird. Ist natürlich auch ein absoluter Luxus, als Burghausen zwei solche Sportler in den eigenen Reihen zu haben, die man auch noch in ähnlichen Gewichtsklassen einsetzen kann. Wahnsinn. Währenddessen geht die Uhr runter. Ja. Wird man ja verwaltet, das jetzt clever 4:1 zum Beispiel, das verstehe ich jetzt wiederum gar nicht. Tatarinov, null Risikobereitschaft. Du musst jetzt offen gehen, in den Zwiegriff reingehen, in den Mann reingehen. Irgendwie eine Situation noch erzwingen, aber ja, komm, da kommt nichts und dann kann auch keine Sensation kommen. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt ist off. Und ich sage, scheißegal, ob er 4:1 verliert oder 15:0, das war's für die Mannschaft. Er verliert und die Hoffnung der Mannschaft ist weg. Ja, und Burghausen Wahnsinn, ist ja, deutscher Burghausen. Meister 2023. Ah, sehr, sehr schade. 24. Ich hätte es mir gewünscht, es bleibt länger offen bis hinten raus. Aber man sieht dann natürlich auch, was so ein Bruch. Gutu war dann, ja, Sieg mit eingeplant. Und es kommt dann nicht und dann, ja, zieht sich das voll durch. Ja, da knallt schon das Konfetti. Ja. Fabian Schmidt habe ich da gesehen mit der ersten Kanone. Und was man auch sagen muss, der Kader von Burghausen ist so stark, dass man sich wirklich jemanden wie Rasul Altemirov im letzten Kampf erlauben kann, der sozusagen gegen Hösbach eingebrochen ist. Ja. Und so jemanden würde man aus reinen Aufstellungsgründen eigentlich ja gar nicht in einem Finale bringen. Aber jetzt haben sie es einfach schon vor dem